Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beyond Good and Evil HD. Hier ist wieder Oliver und wir sind jetzt hier wieder bei diesem Gegner, der uns vorhin ein klein bisschen auf den Sack ging. Minimal auf den Sack ging, maximal genervt hat. Und ich glaube, ich werde ihn wegnatzen, wenn er da an dem Ding steht. Da steht er nämlich relativ lange rum. Das geht, glaube ich, ganz gut. So, hier haben wir wieder unser Nest mit Ratten. Die machen erstmal schnell platt. Die bringen uns Geld, sind billig und könnten uns im Notfall mehr ärgern, als sie uns nutzen. Von daher, bringen sie erstmal um. Was ist das eigentlich für ein Transportbeam? Oh Gott, an der Kante aufgehangen. Das kann ich mir nicht leisten, wenn ich Gegner töten möchte. Ach, die sind so süß, wenn sie abfliegen. Das ist so furchtbar. So, wo sind wir denn kartentechnisch gesehen? Alles klar. Dann geht es jetzt hier nach oben, um noch irgendwie einen extrem weiten Weg irgendwo hinzunehmen. Nur vermutlich, um diese scheiß Schlüsselkarte zu bekommen. Oh Gott, da ist schon wieder einer von denen. Sind wir schon oben? Tatsächlich. Sind wir schon. Gut, die werfen nicht einmal einen Blick nach hinten. Das ist äußerst angenehm. Drehen die sich um? Immer schön weiterlaufen, Jungs. Ihr bewacht diesen Raum. Ihr lauft hier zu zweit im Kreis. Ihr müsst tadellos die Besten eures ganzen Volkes sein. Wenn ihr die Ehre habt, diesen Raum hier zu bewachen. Hat er mich entdeckt? Nein. Eindringling! Eindringling! Wo denn? Zone gesäubert. Zone säubern? Muss ich jetzt nicht verstehen, aber ist egal. Wo bin ich denn eigentlich gerade? Ach so, in so einem großen Raum mit Zeug. Da vorne habe ich irgendwas für die Mission. Das ist auch sehr gut zu wissen. Okay, wie zur Hölle komme ich an den Typen vorbei? Die drehen sich offensichtlich überhaupt nicht um. Wer hat mich jetzt eigentlich entdeckt? Egal, ich leg den einen um, wenn die Kiste gerade vorfällt und dann passt das schon. Ist der andere bestimmt so total verwirrt und macht so, wow. Hey, hey, alles klar? Ich gehe. Halte die Augen offen. Da drüben ist was. Hier ist gar nichts. 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 You know nothing. Hätte ich aber echt gerne gewusst, wo ich eigentlich weiterkomme. So ein bisschen wirkt dieser Raum nämlich doch zu unübersichtlich. Da ist noch ein Typ. Wie komme ich denn hier durch? Das ist ja verwirrend.
drüben ist Eindringling! Eindringling! Erbitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Zone zu säubern. Klingt immer noch sehr lustig und irgendwie falsch. Okay, versuchen wir das Ganze doch jetzt nochmal. Mit ein bisschen Stealth. Oh Gott, Jade, würdest du bitte nicht einfach aus der Deckung raushüpfen? Das wäre super. Soll ich mich da vielleicht an der Kiste festhalten? Kann das funktionieren? Ja, ich glaube schon. Es kann und wird funktionieren. Ab in den Kontrollraum. Oh Gott, jetzt kommt so ein Kistenspringer-Rätsel. Gut. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das war ziemlich gut. Und hier war doch, glaube ich, was für die Nebenmission. Nee, erst da vorne. Alles klar. Oh, ich kann hier speichern. Das finde ich super. Erstmal speichern. Paranoidität befriedigen. Und alles ist gut. Ich bitte darum. Ich habe eine Ahnung, was ich hier für ein Foto machen soll. Nur wie fotografiere ich diesen hässlichen Typen? Und da vorne vielleicht. Man ist sich da noch unsicher. Falsches Fenster, Knopf. Falsche Taste. Nee, bloß nicht die Sticks durcheinander bringen. Die Sticks sei schon. Die Trigger und Tasten und Gedönses. Ich mag dieses Spiel, aber ich finde das eigentlich ganz gut. Ich finde es echt schade, dass es davon bisher noch keinen zweiten Teil gibt. Ich kann verstehen, warum sich Menschen... Ach komm! Was zur Hölle? Hat er mich gerade mit einem Superschlag weggemacht? Egal. Ich kann verstehen, warum sich Leute hier einen zweiten Teil wünschen, weil das Universum gibt das ja schon irgendwie her. Bam, 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 bam. Ach komm schon! Der Typ ist aber leicht nervig, ey. Mittelmäßig stark nervig. Gott sei Dank gibt es hier einen Checkpoint. Ich finde das gut, dass dieses Spiel ein Checkpoint-System hat. Das finde ich wirklich gut. Muss ich mal vorstellen, das Spiel hätte kein Checkpoint-System, sondern irgendwie, man könnte immer nur an den Savepoints, an denen man gerade war, speichern. Das wäre mittelmäßig stark nervig. Ich laufe jetzt einfach an dem vorbei. Ich glaube, das sollte ich hinkriegen. Oder so. Das war jetzt nicht 100% so beabsichtigt, aber es hat ja funktioniert. Von daher machen wir weiter. Wow, was zur Hölle?
sich bewegende Laserplattformen. Würdest du bitte nicht da drunter stehen bleiben, Jade? Miss Cyrus? Miss Cyrus? Wo ist er? Haben Sie die Alphas gesehen? Ihre Gesichter? Sie sind keine Menschen mehr. Sie werden von den Doms kontrolliert. Wir müssen die Bevölkerung darüber informieren. Schnell, schicken Sie ein Foto an Iris. Ich suche weiter nach einem Weg hinein. Bin ich jetzt genau an dem Punkt? Oh, sehr angenehm. Alles klar, und ich brauche noch ein Foto für irgendwie eine Publikation. Sehr interessant. Aber wo muss ich jetzt weiter? Rechts lang, alles klar. Kannst du mir vielleicht noch irgendwie was sagen? Lektion 17, wenn eine Wache allein ist, lenke sie mit einem Geräusch ab. Bin begeistert. Lektion 18, lernen Sie Purzelbäume, um schnell in Verdeckung und Steckung zu springen. Wir finden uns sicher früher oder später wieder. Wir finden uns wieder. Sehr nette. Ach du Scheiße. Alarmstufe C3 PO. Verdammt. Eindringling! Ich versuche mich übrigens gar nicht erst mit denen anzulegen, also. Das bringt mir wenig. Die Safe-Punkte sind ja relativ okay. Ach je. Entschuldigung. Wow. Das war gerade krass. Okay, die bleiben nicht lange genug da stehen. Oh Gott. Nee, warte, der guckt nochmal in die Mitte, ne? Aber wenn ich hinter ihnen bleibe, während sie nach vorne laufen, dann könnte ich es schaffen. Das könnte eine Idee sein und das werde ich jetzt mal versuchen. Die Alphas sind keine Menschen mehr. Sie sind jetzt Anti-Menschen. Mit Abstand die dümmsten Wachen, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Irgendwo. Aber wirklich. Hui. Ich fände so langsam auch einen Speicherpunkt wieder ganz gut, denn ich würde ganz gerne diesen Part beenden, so langsam. Wo bin ich denn? Ich bin kurz vor dem Ziel. Beziehungsweise ich bin kurz vor dem einmal im Kreis wirklich komplett gelaufen zu sein. Ach je. You have seen nothing. Aber mal so absolut nothing. Ihr seid alle so dumm. Der sieht mich nicht mal durch Glasscherben hindurch. Ein Trottel. So ein Trottel. Oh, ein Trottel. Oh Gott. Die sehen mich echt nicht. Die sehen mich nicht durch Glasscherben. Ach, hier seid ihr ein paar Haufen von Deppen. Aber hier brauche ich jetzt schon diesen Viereckschlüssel, den ich immer noch nicht habe. Also wo kriege ich den her? Vermutlich von da vorne aus dem Regal. Das könnte jetzt schwierig werden. Ich das Pattern der beiden noch nicht ganz im Griff habe. Kommt der zweite hier lang? Nee, ne?
Muy bien. Ist digitalisiert. Digitalisiert. Gut. Jetzt nur noch zur Tür. Oh, bitte guck nicht nach links. Guter Mann. Du machst alles richtig. Du bist eindeutig berufen für deine Berufung. In die Sortierung. So, und ich glaube, da waren wir schon mal, ne? Ja, genau. Und hier vorne werde ich jetzt zur Sensor-Dingseinheit laufen. Sensor-Dingseinheit? Zum Speicherpunkt und werde speichern und wach für heute dann. Schluss. Ich habe einiges geschafft heute, glaube ich. Wir haben einiges gesehen. Und ja, wir schauen mal, wie es beim nächsten Mal wird. Da wird es nämlich bestimmt noch viel cooler. Noch viel geiler, noch viel besser. Alles wird toll. Dieses Spiel ist super geil. Und von daher speichere ich jetzt ab. Und sage Tschüss zu euch, denn das war schon wieder der Part. Und daher sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Tschüss.